Viel Trubel war am Samstag und Sonntag zum Innenstadtfest angekündigt, denn erstmalig wurde der Töpfermarkt von allerlei Festivitäten sozusagen umrankt. So luden viele, doch leider längst nicht alle Innenstadthändler zum Einkaufsbummel ein, ermöglicht durch längere Öffnungszeiten. Zudem feierte die privilegierte Schützengilde ihr Schützenfest und durfte das erste im neu eröffneten Brauhaus gebraute Fassbier anstechen und gab es auf vielen Bühnen ein buntes Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt, doch der Reihe nach. Beginnen wir unseren Rundgang am besten auf dem Marktplatz, auf dem sich am 28. und 29. Juni die Töpfer, Glasbläser, Holzgestalter und Korbmacher ein Stelldich eingaben. An 40 Ständen konnten sich die Besucher ein neues Service zusammenstellen, Buntes und Spaßiges für den Garten finden oder einfach den Handwerkern über die Schulter schauen. Wer mehr auf Altes oder Uraltes stand oder ein Faible für allerlei Trödel hat, der konnte auf dem Flohmarkt im Friedenspark fündig werden. Zum Teil war es aber wirklich nur Trödel. Das schöne Wetter lud natürlich auch zum Bummeln ein und so mancher Besucher zeigte sich überrascht angesichts der ungewöhnlichen Wassertiere im Bärteich, denen sich in dieser Woche noch einige, nennen wir sie der Einfachheit halber mal Seekühe, hinzugesellen werden. Wer seinen Grips ein wenig trainieren wollte, fand auf dem Riesenschachfeld vor Wendeloptik Gelegenheit dazu. Zusammen mit dem VfL Köthen konnten die Besucher hier an großen und an kleinen Brettern Schach den König bieten. Auch Blitzschach wurde hier ausgetragen, in einem überaus schnellen Tempo, wie hier zu sehen ist. Für die jüngeren Besucher an diesem Wochenende stand vor dem ehemaligen Möbelkaufhaus eine Hopseburg, eine, die wirklich einmal ihrem Namen gerecht wurde, wenn sie auch nicht bei allen Testern auf Wohlgefallen stieß. Zudem konnte der eine oder andere Mutti oder Vati mal so richtig erschrecken nach einem Besuch bei den Schminkmädels. Für Unterhaltung war an vielen Ecken der Stadt gesorgt worden, ob bei Enricos Roadshow am Hallischen Turm, der Hundedressiershow Billy the Kid oder wie hier auf der Bühne am Holzmarkt unter den Klängen der Gruppe Rustica im Wechsel mit Folkbarde Jürgen Kokott. Eine im wahrsten Sinne des Wortes abgedrehte Modenschau präsentierten diese jungen Damen unter dem Motto Corkwork Orange. Allerlei Recycling und Naturmaterial bastelten sie zu einer hippen Kollektion zusammen, die wie immer in der Mode Begeisterung und Ablehnung fand. Ähnlich verhielt es sich auch mit dem Blick in die Zukunft. Madame Dubin ermöglichte diesen mittels Tarot und normaler Karten und weissagte dem interessierten Gast einen zumeist Gutteil seiner Zukunft. Skepsis und Gutgläubigkeit hielten sich danach die Waage. Der Höhepunkt sicher schlechthin war der Schützenappell am Samstagnachmittag, lautstark angekündigt von der Görziger Schalmeienkapelle. Wer trotz dieser Klänge bis dahin noch nicht zum Holzmarkt gefunden hatte, dem wurde noch mehrmals durch das Böllerkommando der Weg gewiesen. Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Mit dem Schützenappell eröffnete die privilegierte Schützengilde zu Köthen von 1443 ihr diesjähriges Schützenfest. Aus diesem Anlass und zur Eröffnung des Brauhauses wurde das erste dort gebraute Bier angestochen durch Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander,
Brauerei-Marketingleiter Schölze und Brauhaus-Betriebsleiter Varga. Unfallfrei übrigens. Dass den Schützen die Ehre des Ausschanks des ersten Bieres zuteil wurde, hat auch einen historischen Hintergrund. 1723 erteilte Fürst Leopold per Dekret den Schützen das Recht zum Bierausschank. Und somit lag es nahe, der Köthner Schützengilde an diesem Tag auch die Ehre des ersten Ausschanks zu überlassen. Und da dieses und ein weiteres Fass im Brauhaus jeweils Freibiere waren, waren sie auch im Handumdrehen geleert.